Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da oder wieder da sind. Das ist der zweite Teil der zweiteiligen Videoreihe, wie Sie Ihre beruflichen Ziele effektiver erreichen. Und wenn Sie diesen ersten Teil dieser Videoreihe noch nicht gesehen haben, dann schauen Sie sich den unbedingt an. Denn der zweite Teil, über was wir jetzt sprechen, der baut darauf auf. Und wenn Sie das gleich erfahren wollen, was jetzt der zweite Schritt ist, damit Sie Ihre Ziele leichter erreichen, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Und lassen Sie uns deshalb die drei Hebel anschauen, die es zu verbessern gilt. Denn eine Wahrheit ist nämlich, was Sie hierher gebracht hat, wo Sie jetzt stehen, wird nicht zwangsläufig das sein, was Sie zukünftig weiterbringt. Und deshalb sollten wir uns den ersten Punkt direkt anschauen. Der erste Hebel ist, wie andere Ihre Performance einschätzen. Deshalb ist es so entscheidend, sich im Unternehmen eine Pole Position zu erarbeiten. Denn Relevanz schafft Unabhängigkeit. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja, sie wollen raus aus dem Hamsterrad und wollen sich selbstständig machen. Ich habe echt nichts dagegen, alles schön und gut. Die Kernfrage ist nur, ob es überhaupt so entscheidend ist, ob man selbstständig ist oder ob man angestellt ist und ob nicht die Kernfrage eher ist, wie relevant bin ich für andere, weil diese Relevanz ihnen diese Freiheit verschafft. Der zweite Punkt ist eine fundierte Selbsteinschätzung. Vielleicht kennen Sie das auch im Unternehmen. Manchmal wird ja gesagt, da treffen ja Selbst- und Fremdbild weit auseinander. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, Sie können womöglich Ihre Schwächen sofort aufzählen. Nur ist ja die Frage, wo sind Sie, haben Sie Stärken, Talente? Wenn Sie die Ihnen erstmal bewusst wären und Sie die einsetzen, Sie deutlich effektiver Ihren beruflichen Erfolg hätten. Denn das, was man selbst oft als Talent und Stärke hat, kommt einem so normal vor. Von daher ist ein ganz wichtiges Kriterium eine fundierte Selbsteinschätzung. Und dann, was auch hier noch eine wichtige Rolle spielt, ist die richtige Wahrnehmung erzeugen. Denn wenn Sie nicht gerade Stroh zu Gold spinnen können, dann ist es ja entscheidend, Ihre Karriere für den nächsten Karriereschritt, dass Sie auch die in der richtigen Schublade für die Entscheider sind. Und da gilt es, praktisch das zu lernen, wie gelingt es mir, die richtige Wahrnehmung zu erzeugen. Das war aber nur ein Punkt, der hilfreich ist und den es gilt, mit diesen Unterfaktoren auszubauen. Der zweite Punkt ist auch ganz entscheidend. Als Führungskraft werden Sie daran gemessen, wie die Teamergebnisse sind und wie gut Sie in der Lage sind, diese Teamergebnisse zu steigern. Deshalb ist es so entscheidend, dass Sie sich darin verbessern, diesen Fokus auf diese Hebelwirkung. Denn Sie werden ja nicht nur dafür bezahlt, dass Sie effektiv mit Ihrer Zeit umgehen, sondern dass es das Team tut. Die individuelle Führungsstärke, die ist ganz, ganz entscheidend. Denn vielleicht sind Sie gar nicht als Führungskraft auf die Welt gekommen. Das ist überhaupt nicht kritisch, das kann man alles lernen. Nur die Frage ist, dass ich glaube, es gibt nicht den einen Führungsstil, sondern das hat ja ganz viel mit Ihrer Persönlichkeit, mit dem Rahmen, mit der Situation zu tun. Und umso wichtiger ist es für sich, die individuelle Führungsstärke zu entwickeln. Insbesondere in der modernen Arbeitswelt, wo Sie vielleicht oft überhaupt keinen direkten Zugriff auf die Leute haben und dann aber trotzdem gute Ergebnisse erzielen müssen, ist das essentiell. Aber auch Führungseffektivität, das ist ganz besonders deshalb wichtig, falls Sie noch, und deswegen haben wir ja über die Ganzheitlichkeit gesprochen, auch Beruf, Karriere und die ganzen Sachen, die Ihnen sonst noch im Leben wichtig sind, ohne einen Hut zu bekommen. Deswegen ist Führungseffektivität extrem wichtig. Und jetzt kommen wir so zum dritten Teil und der wird total unterschätzt von vielen. Und den dritten Hebel, den Sie nutzen können, um effektiver und sicherer Ihre Ziele zu erreichen,
ist, dass sie sich zum Thema Einfluss und Netzwerk weiterbilden. Denn sie kennen das aus dem Marketing sicher. Das beste Produkt nützt ihnen wenig, wenn es keiner kennt. Ich kann auch verstehen, wenn sie sagen, oh, bei dem Wort Selbstmarketing, da habe ich schon vor, oder da habe ich so das Gefühl, ich will nicht so eine Luftnummer sein, der ganze Tag nur über sich redet, wie sie es vielleicht von dem einen oder anderen der Kolleginnen und Kollegen kennen. Hier ist ja der Fokus auf intelligentes Selbstmarketing, denn für beruflichen Erfolg liegt es in Ihrer Verantwortung, wie Sie das so geschickt spielen, und erinnern Sie sich auch hier oben, wie Sie die richtige Wahrnehmung auch erzeugen können. Macht und Einfluss, bevor Sie zusammenzucken, Macht per se ist nichts Schlechtes, kommt immer darauf an, was man damit macht. Sie brauchen nur, wenn Sie in der Organisation Erfolg haben wollen. Und selbst wenn Sie keine Führungsposition anstreben und das für Sie gar keinen beruflichen Erfolg bedeutet, brauchen Sie, um was bewegen zu können, Macht und Einfluss. Und deshalb ist es so entscheidend, sich auch hier ein Stück weit zu verbessern. Und das Zweite, auch das ist, oder vielmehr das Dritte an der Stelle, ist es so, dass kein Mensch kann alleine Erfolg haben. Ob sie jetzt selbstständig sind oder jetzt zu einer Organisation gehören, das ist letztendlich immer gleich. Es ist entscheidend, ein gutes Netzwerk zu haben, ein wertvolles Netzwerk zu haben. Und da ist oft bei vielen meiner Kunden der Engpass, dass sie sagen, ich finde es so unheimlich wichtig, aber wie kann ich so führen, denn ich habe zu wenig Zeit. Und das ist die Königsdisziplin, ein wertvolles Netzwerk, nenne ich so energiesparend. Und das ist das, was viele Kunden letztendlich, wofür sie auch das eine oder andere Coaching bei mir nutzen, lernen, wie kann ich das so angehen, dass es auch kompatibel mit meinen anderen Lebenszielen ist, und wie kann ich es auch wieder effektiv gestalten. Wenn Sie jetzt sagen, okay, das könnten drei Bereiche sein, das erscheint mir sinnvoll, mich hier weiterzuentwickeln, um dann, Sie erinnern sich wieder, diese Ziele, die wir in dem ersten Teil des Videos definiert haben, Ihre berufliche Ziele zu erreichen. Dann gibt's einmal, das blende ich Ihnen, eine Möglichkeit, wo Sie sich hier noch ein bisschen tiefer praktisch mit beschäftigen können, wo Sie da noch wertvollen Content kriegen, habe ich Ihnen gerade einen Link in die Beschreibung gepackt. Ansonsten wäre jetzt Ihr nächster Schritt, dass Sie sich im ersten Teil Gedanken machen zu dieser Methode, die wir uns hier angeschaut haben. Ja, wann könnten Sie sich mal so ein Zeitfenster gönnen, um sich hier Gedanken zu machen? Und im zweiten Schritt, wenn Sie die Ziele definiert haben, hier sich das nochmal näher anschauen und vielleicht auch parallel, wenn Sie sagen, das erscheint mir alles sinnvoll, ich würde mich da gern letztendlich weiterentwickeln, dann habe ich Ihnen jetzt schon in die Beschreibung einen Link gepackt, wo Sie praktisch da vertiefendes Wissen zu kriegen in diesem Karrierevideo. Und dann wäre es jetzt der allerletzte Schritt noch, dass Sie den Kanal abonnieren. Mich interessiert wahnsinnig, was Sie zu den Inhalten denken. Falls Sie hier noch Ergänzungen, Meinungen haben, dann freue ich mich über einen Kommentar. Ansonsten haben Sie den Kanal sicher schon abonniert, dass Sie nichts verpassen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Bis dahin ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Jansen.